herzlich willkommen zu einer neuen Folge Co-op Season. Wie sich das jetzt mal anhört, hallo. Hallo. Ich bin ja Behinderter. Ah, Baby Babo. So, wir waren aber gerade am Durchgucken nochmal ein bisschen, wie auch schon am Ende der letzten Folge, und zwar in Steam, was es so im Winter Sale gibt. Und es gibt nur Scheiße. Boah, Terraria, voll geil. Tropico 5, für 22,49 viel zu teuer. Call of Duty, Alter, Junge, einfach mal. Boah, ich hatte 60 Euro, einfach mal eiskalt 20 Euro, Alter. Jo, was denn? 40 Euro billiger. Call of Duty Black Ops 2. Ah. Nee, aber ich finde, Tropico, das ist doch dieses schöne Spiel mit, wo du ein Führer von der Insel bist, ne? Ich glaube, das war das, ja. Jo, die übertreiben bei Call of Duty Ghost aber noch mehr. 60 Euro einfach mal auf 15 Euro reduziert. Ja! Hallo? Black Ops 2 ist auch noch ein relativ cooles COD und. Ich meine Ghost. Ja, und Ghost ist das schlechteste COD, was es jemals gab. Von daher klar, dass es günstiger machen. Ja, 5 Euro, wow. Ja, wow. Für manche Leute bedeutet das schon was. So. Call of Duty World at War. Alter, aber wie viel Angebote ich hier unter Assassin's Creed. was fandest du? Boah, geil! Was? Halo? What the fuck? Es gibt auch Halos in. Es gibt auch an diese anderen Halos. Wie heißen die? Ich weiß nicht, wie die heißen. Spartan Assault, Shield. Ja, ja. Warte mal ganz kurz. Demokratie heißt ein Spiel? Das hört sich behindert an. Aber noch so. Wie gesagt, Far Cry, wenn ihr darauf steht, für 47,99, aber das juckt uns nicht. Far Cry 3 für 4,99. Ohne Spaß. Was denn? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Es gibt auch noch so Halo-Abwandlungen, also so nicht die offiziellen, sondern solche Spartendinger. Ich mach mir das. Hast du nur 1,49 Euro? Ja, juckt, dass ich wirklich 1,49 Euro, ey. Überhaupt nicht. Wie null auf Spiel? Ich hab seit Anfang des Spiels nicht mal aufs Spiel geguckt, Alter. Ja, ich schon. Also ich hab rechts Steam und in der Mitte. Hallo, Spiel. Ich will's mir kaufen. Pia kauft erstmal direkt die Quetschbide, so hier neuer, der geile Nougat-Schwinger. Geht nicht, ich drück drauf, was. Alter. Pia ist auch immer einer von diesen behinderten Menschen. Es geht nicht, ich drück noch zehnmal drauf, dass es noch weniger geht. Fehlercode. Five Net at Freddy's für 3,34 Euro, Pia. Wie sieht's aus? Nein, das ist so ein Abfahrtspiel, ey. Ja. Richtig Scheißspiel, ne? Five Night, oh, Nights, ja, at Freddy's, wenn du dich daran erinnerst, wie Harley da rumgemacht, yeah, hat. Vor allem mit Jay, der Hurensohn, wie der dann noch in den Teams. Aber ich verstehe Harley nicht. Mir muss doch klar sein, dass Jay da reinkommt in den Channel und Scheiße macht. Weißt du, wäre ich gar nicht erst und erst gegangen, ey. Kommt Jay noch rein und macht und schreit auch noch so rum, ey. Die voll verarscht. Watch Dogs für 35,99. Aha. Ja, ist aber eigentlich dafür ganz in Ordnung. 7 Days, du Scheißdreck, ja. Mhm. Final Fantasy, keine Ahnung. Slender the Arrival. Batman Arkham Origins. Für 9,99 €. Modern Warfare 3, 20 Euro. Modern Warfare 2, 12 Euro. Metro Last Light, auch schön. Saints Row. Mann, das Spiel ist kacke. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kacke nicht, aber ich mag's nicht. Also. Was ist denn das, die Aufgabe drin? Keine Ahnung. Ich mag's aber nicht, aber keine Ahnung. Ich muss mal bei Peter gucken. Für 5 Euro. Ja, ja, ich hab dafür mal 20 bezahlt. Freddy. Was gibt's noch so Schönes? Fallout 3, aha. Juckt mich auf jeden Fall. Aber Fallout war immer so ein Kackspiel, finde ich. Ich finde fast. Was? SimCity 4? Aha. Läuft bei denen. Was gibt's denn noch so, Mann? Auf Spiel übrigens, um darauf zurückzukommen, auf die elendige Scheiße hier, was ich Spiel nennt. Steht noch 0-0, wir spielen natürlich wie gewohnt gegen Real Madrid und wie könnte man es auch anders erwarten mit Bayern Spiel. Und oh, ja, jetzt rennt wieder Rodriguez die Hure da durch und 1-0 für Gegner. Wunderbar. Witcher 2. Season 2. Assassin's Creed Black Flag. Metro Last Light Redux für 14,99 €. Aber Euro Truck Simulator für 1,59 €. Achso, die gibt's für 1, aber die 1er-Version, nicht die 2er.
Soll ja auch immer nächstes Jahr das Zweier kostet 5 Euro. Mhm. Soll ja immer nächstes Jahr eine Dreier-Version rauskommen, habe ich gehört. Dass sie den dritten Teil bringen. Läuft, Mami. Und dass da die Aufgabenverteilung ein bisschen mehr in Richtung Streckenplanung und sowas man auch machen muss. Speedrunners. Also eigentlich mehr was ein bisschen näher dran ist. Speedrunners. 5 Euro. Hitman Bloody Money. Was war das nochmal für eine Erweiterung? Für 4 Euro Deutsch? Was ist das für eine Erweiterung? Ja. Geld ist Macht, Schweigen zahlt sich aus. Bereiten Sie sich auf einen Coup, Coup vor. Als Berufskiller der Agency ICA von Agent 47 in der Serie von Anschlägen eliminiert werden. Scheint es, als ob eine größere und mächtige Reihenfolge die Bildfläche betreten hat. Bloody Money ist so ein Erweiterungsding, aber es kostet 5 Euro. Ja. Muss nicht jetzt sein. Cool, Lego The Lord of the Rings kostet nur 5 Euro. Aber wie viele fucking Spiele hier einfach nur mal im Angebot sind? Star Wars Knights of the Republic für 3,39 Euro. Chivalry, Alter. Was noch so denn? Star Wars Knights. The Walking Dead. Crew 2 für 6,24 Euro. Keine Kaufempfehlung, Leute. Scheißspiel. Hä? Ja, Crew 2. 6,24 Euro. Hab ich gesagt. Keine Kaufempfehlung. Keine. Niemals. Das ist auch ein Kackspiel. Das ist ein Rage-Spiel vor allen Dingen. Ja. Im Prinzip schon. Wenn man ehrlich ist. So. Lego The Lord of the Rings habe ich gerade im Warenkorb. Ja. Mal gucken. War Red Dragon. Juckt immer noch ein zu viel Real Madrid? Ja, ist ein bisschen scheiße, ne? Also, ich wollte auch noch mal grad. Ja, gut, wollte ich einen Upload starten? Ja, gut, das wollte ich. Und eigentlich GTA in der Pause. 4 für 8 Euro. Ja, die sind eh alle voll günstig, finde ich. Die ganzen GTA-Teile. Alter, wie viele Seiten? Über 240 Seiten einfach nur. Alter. Und dann Spiele dabei, die sind eigentlich gar nicht so scheiße, so wie jetzt Herr der Ringe, was ich mir jetzt. Mein Gedächtnis ist so geil. Ich frage mich gerade, weil ich kann die Folge jetzt nicht aufrufen und anhören von Ultimate Team. Ich frage mich gerade, was ich geredet habe und mir fällt es nicht ein. Obwohl ich das, vor 10 Stunden aufgenommen habe. Läuft bei mir. Ja gut, ja. Muss ich ja wohl doch warten, bis ich mir angucken kann, gleich in der Pause. So. So. Worms Armageddon. 3,74 Euro. Oh shit. So, immer noch 1-0, wir haben 45. Minute, Mann. Die Lutscher drücken, uns ging den Nigger. So wie beim Kacken. Aber das ist doch scheiße hier, ganz ehrlich, ey. Wir müssen so ein bisschen Gas geben, ey, wie damals der Adolf. Alter. Niveau! Wo bist du nur hin? Genau. Alter, Leute. Gestern war auch Jokusel auf Apex-Server. 2 Uhr nachts, alle treffen sich auf dem Apex-Server. Nachts. Und vor allem, was da abging, das war dann nicht mehr lustig, ey. Ich frage mich ja, ob Antonia das ernst genommen hat oder beleidigt war oder irgendwas. Ich glaube nicht. Ich hoffe mal auch nicht. So. L.A. Noir. Das spielt doch Chris Reed, ist, ne, aktuell. Oder hat gespielt, keine Ahnung. Weiß ich nicht, oder weiß nicht, was jetzt abgebrochen oder was auch immer da los ist. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Werbung an dieser Stelle. Ja, das war ein Kanal, der echt im groß genug ist. Naja, er fuckt sich ja ein bisschen darüber ab, dass er so wenigen Abonnenten, also dass seine Abonnenten so inaktiv sind, weil die durch die Tutorials kommen und nicht seine Videos. Ach, du meinst den Chris? Ja, wen denn sonst? L.A. Noir spielt Chris gerade, ja? Dynamics LP, so rum. Ich will bestimmt nicht für Pizza mit Werbung machen, das braucht man nicht. Es gibt eh die Leute, die 1-1. Ich glaube, das ist das Krasse bei den Großen, sowohl bei Pizza mit bei auch oben spielt oder den ganzen. Scheißegal. Jeder kennt sie und ein Teil hat sie abonniert und findet sie gut und ein anderer Teil. Juckt ihn nicht und ein anderer Teil hasst sie einfach. Aber jeder kennt sie. Ja. Farming Simulator, das ist auch so öde. Das will ich nicht spielen. Das läuft auch bei anderen im Let's Play, aber das finde ich dann zu langweilig. Bausimulator ist relativ nice. Habe ich auch noch mal alleine gespielt, ein bisschen. Von meinem eigenen Spielstand. So, was haben wir denn noch hier so? Shadow Warrior. Aha. Alter, was war das? Just Cause. Also das hab ich doch, oder? Aber das werde ich, glaube ich, nicht Let's Playen. Ich hätte noch Just Cause, was ich ganz cool fand. Das hat damals Peter Let's Playen, das habe ich mir gekauft. Aber das Let's Play ging bei Peter.
130 Folgen. Und ich glaube, da habe ich keine Lust drauf, so ein langes Spiel. Wieso nicht? Alter, 130 Folgen mit Peter, ey. Peter! Das muss nicht sein. Und die Folgen waren bei ihm eher Richtung 30 Minuten, ne? Mhm. Das heißt, bei mir wären das locker 160, 170. Juckt mich nicht. So wie Skyrim einfach. Keine Ahnung, wie lange das immer hat. Skyrim hat auch immer voll die langen Folgenzahlen. Was wollen die denn noch? Spiel, das einfach gibt, ey. Das ist echt krass, wie viele jetzt auch im Angebot sind hier einfach nur, ey. Ach, ich habe aber auch übrigens total produktiv heute Nacht und auch morgen Dings gespielt. Wieder Ender Games, ey. Ich werde Stück für Stück ein bisschen besser, aber ich komme immer noch in diese Paniksituation, wenn jemand vor mir steht. Das ist voll scheiße. Da muss ich einfach so gechillter werden, ey. Ja, Mann. So wie in FIFA. Vom Tor. Ja, ja. Aber ich werde immer voll panisch. Und außerdem, die ohne Scheiß, wie weit weg man einfach von denen ist und die treffen einen und ich treffe die dann nie. Ey, das ist teilweise echt krass. Ich habe auch schon ein paar Leute habe ich ja gekillt. Aber die waren scheiße einfach nur. Oh, schön sweaty rüber, da ist das 1. Ne, 2 zu 1 schon. Oh, das 1 habe ich gar nicht mitgekriegt. Läuft bei mir. Egal, ich gucke, wer da noch Dings. Lego Lord of the Rings. Lord of the Rings. Wenn mir das, ich zock das an, wenn mir es gefällt, kann ich nichts versprechen, aber vielleicht. Ja, dann Ende Februar. Oder Mitte, ach, keine Ahnung, irgendwann halt. Wenn du spielst ja bis dahin CD. Hey du. Ja, ich gucke einfach mal auf mein Handy, total professionell. Lol. Also so professionell wie Star Wars habe ich auch. Hä? Das ist aber voll scheiße, das. Nee, nicht gut. Das hast du. Oh, das ist kacke. Dragon Age Inquisition. Nee, Origins. Lego Lord of the Rings. Wie ich auf meiner Festplatte, einfach auf meiner Hauptfestplatte, jetzt nur wegen Hitman, nur noch 7 GB frei habe, weil Hitman einfach 25 GB groß ist. Läuft bei dir? Ja, scheiße SSD, ich brauche eine größere. Aber irgendwie habe ich im Moment keinen Bock mehr Geld auszugeben. Es geht mir voll auf den Sack hier. Dann, dass ich mir eine neue Tastatur kaufen musste, geh mir auf den Piss. So. Fuck. Hm? Hab das Spiel auch da reingemacht, wo willst du das? Fuck. Jo, komm. Ja, da ist das 3 zu 1. Haben wir das heute? 3 zu 1. Hab ich schon gesagt, 3 zu 1. Hör mir zu, du Nigga. Was willst du? Das ist ja. Hitman Absolution übrigens auch für 50 Euro, genau, für 50% reduziert. Für 9,99 Euro im Sale. Jo, da hat Dings, wo wurde der getunnelt, Mann? Werde ich auch nochmal in der nächsten Aufnahmesession erwähnen, wahrscheinlich. Also, ja. Muss ich mir nur merken. Alex, da wurde Schwuchtelsias getunnelt. Ja, ist ja auch ein Schwuchtel, ne? Von Shakeriri, Nigger. Shakeriri, Nigger. Hi, einfach Nigger. Ja, gut, war sehr realistisch. Also, wie ich mich einfach minus 0,00 aufs Spiel konzentrieren habe. Ja, ich mich schon teilweise. Ich würde übertrieben mal so. Ja, das Team Winter Cell ist einfach mega geil, weil du einfach so viel geile Spiele. Really? 5 Euro ist ein Witz. Das soll jetzt nicht dir in die Ernst, oder? Was denn? Alter. Junge, wie viele Simulatoren es gibt, ey. Recycle Simulator. Also Müllabfuhrsimulator. Alter. Really? Ja, ich will lernen, wie man Müll. Mann wird. Ja. Also ich finde ja, wie gesagt, Bausimulator noch ganz cool. U-Truck Simulator auch. U-Truck Simulator, aber wenn U-Truck Simulator wirklich, so wie gesagt, wie ich das mitbekommen habe, bei 3 noch, dass man 4-1 haben wir nice, dass man noch mehr planen muss, dann finde ich das besser. Stell dir mal vor, du musst so richtig Disponentenfähigkeiten übernehmen. Das wäre richtig geil. Dass du so Weg planen musst, so eine Kacke. Ja, nice. Oder sowas, was ich mache halt, Simulator. Halle. Gibt's so doch, Gabelstapler-Simulator. So. Ja, das ist aber nicht dasselbe. Ja, also ist auch voll nicht. Billig gemacht. Riecht sogar richtig billig. Das ist einfach nur Gabelstapler. Billig wie deine Mutti, Alter. Ja, so billig wie deine Mutti. Die Dreckslatt. So, Dreckslatt läuft bei dir, ey. Erstmal beleidigen. Jo, und dann ist der Gegner raus, weil er rage quittet, weil er einen kleinen Schwanz hat wie wir. Und damit war's das von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.